Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu ExoSock Sims 4. Ja, wir sind hier gerade dabei, die Susi zu verbessern. Ist sehr laut, machen wir mal so, sonst fliegen wir noch die Ohren hier weg. Ja, Susi wird verbessert und theoretischerweise kann man dann säubern damit. Hoffe ich zumindestens. Hatte ich eigentlich auch schon die Klonmaschine gebaut? Anscheinend noch nicht. Gut, wir holen uns das Gerät hier mal an. Und jetzt soll ich einen Sim per Gedankenkontrolle putzen lassen. Schauen wir mal, ob wir hier jemanden finden. Da haben wir da welche. Mehr Auswahl, Gedankenkontrolle, säubern. Machen wir das mal. Ah. 13:37 Lead Time. Ja, für die Insider unter euch, ihr wisst schon, was ich meine. Und die es nicht wissen, ja, googelt mal nach dieser Zahl. 13:37, also 1337, was das bedeutet. Gehen wir mal weiter. Wir haben Lead Time. Yeah, sehr schön. Gut, weiter geht's. Oh. Ja, und was los? So, auch das hat geklappt. Sie macht jetzt sauber. Sie hat irgendwelche Dinger um den Kopf rumschwirren. Simray mit Objekt transformieren verbessern. Oh Gott, das Ding wird jetzt richtig geil. Simray einmal hier rein. Danke sehr. Und dann Simray verbessern. Susi wird langsam adäquat. Gut, lassen wir mal so machen hier. Was los? Geht's weiter? Geht's nicht weiter? Da kommt's auch schon. Müssen wir wieder ein bisschen weiter weg, weil das ja immer so tierisch laut ist. Errungenschaft! Aha. Spiele 100 Stunden die Sims vor. Das kann, glaube ich, nicht ganz hinhauen, wa? Erhabener Sim-Guru. Ach du Schande. Wir sind jetzt ein Sim-Guru. Wow. Aha, wir haben die Arbeit fertig. Aber ich möchte zumindest den Stuhl einmal transformieren. Schauen wir uns mal den Stuhl hier an. Sitzen? Nee. Einen Stuhl transformieren. Aufsitzen. Dann machen wir hier so oder so. Das geht nicht. Welt platzieren, so sie umbenennen. Haben wir hier noch andere Stühle? Vielleicht das größere hier? Sitzen, sonstiges? Nee. Sitzen auch nicht. Wir gehen mal in den oberen Bereich. Vielleicht geht da mit normalen Stühlen. Stühlen? Stuhlig? Nö, auch nicht. Nö. Ein Stuhl transformieren. Wie soll das gehen hier bitte? Da geht nichts. Snack kaufen. Oder soll ich einen Sim in einen Stuhl transformieren? Mehr Auswahl. Gedankenkontrolle. Säubern und Outfit. Nö. Unfug? Ist das vielleicht bei Unfug drin? Auch nicht? Sehr gute Frage. Ist das vielleicht gemein? Freundlich? Kollegen beauftragen? Das müsste sitzen. Sitzen, Nickerschirn. Warum? Wir können ja uns ja mal hier hinsetzen. Schauen wir es mal an. Okay. Passiert nicht viel, wa?
Immer noch sitzen. Einen Stuhl transformieren. Irgendwelche Geräte hier rumbasteln. Nö. Ich verstehe das nicht. Verbessern? Nö, auch nicht. Apropos verbessern. Raketenschiff besitzen, fünfmal eine Rakete starten oder verbessern? Nee. Sind hier noch andere Stühle? Nee. Vielleicht muss das ein Stuhl sein, der nicht irgendwo dran steht. Gucken wir uns das mal an. Komfort. Stuhl. Stuhl. Auch nur sitzen. Ja, keine Ahnung. Wenn ihr rausgefunden habt, wie das geht, ich finde das jetzt nicht raus. Könnt ihr mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ja, sitzen. Mach mal den Stuhl mal wieder weg, der stört da sonst. So. Tja, sehr merkwürdig. Ich komme jetzt gerade echt nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Und das hier. Grundstück planieren. Ach du Schande. Ja. Schade. Stuhl transformieren geht nicht. Gut, wir gehen mal nach... Vielleicht kann ich das Ding transformieren. Verwenden, rumbasteln. Nee. Gut, wir haben es fertig eigentlich. Das heißt, wir können nach Hause... Arbeit früher verlassen. Yes. Gibt wieder viele Kohle. Kohle. Und es geht nach Hause. Sehr schön. Ab in den Feierabend. Wenn dein Sim die Wellnessfähigkeit perfektioniert, kann er fortgeschrittene Yoga-Haltung einnehmen und verschiedene tolle Massagen durchführen. Sehr schön, ja. Das sollte ich theoretischerweise auch mal machen mit dem Mikroskop oder Observatorium, dass ich da mal so schöne Bilder mache. Aha, Kreationen, ja, man kennt es ja. So, müssen wir mal gucken, was wir da Schönes hinkriegen, ne? Ja, das habe ich ja mittlerweile auch rausgefunden mit den Türen abschließen. Hä? Das funktioniert also auch schon mal ganz gut. Bestreben können jederzeit ohne Fortschrittsverlust gewechselt werden. Okay. Auch sehr gut. Na, da müsste mal wieder so lustige Sprüche drin stehen, wie in der Anfangszeit. Das vermisse ich ein bisschen, diese lustigen Sprüche. Wie zum Beispiel irgendwelche Lamas, die rasiert werden oder sowas, ja? Um ihre Gefühle auf Schwung zu nehmen. Ah, das ist interessant. Und ihre Bedürfnisse steuern. Ah, ja. Gut, wir sind wieder zu Hause. Wir gucken mal, ob wir hier vielleicht einen Stuhl transferieren können. Nickerchen machen. Auch nur sitzen. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist merkwürdig. Gut. Ihr geht's eigentlich ganz gut. Arbeitstechnisch, die Leistung hat sich nicht viel verbessert. Alles in Ordnung. Sie ist auf Arbeit. Er hat Hunger. Er hat wirklich Hunger. Das heißt, er kann auch direkterweise sogar was kochen. Wollen wir mal ja schauen, was wir hier kochen können. Wir könnten theoretischerweise mal was Gesundes machen. So zum Thema Wellness. Mal was Gesundes gekocht. Und ich mach mal hier auch mal einen Musikwechsel. Senderwechsel. Wir gehen mal auf Berieselung und machen das Ganze auch mal ein bisschen lauter. Genau. Das ist doch die Musik aus dem Aufzug. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Da ist mir so Zeug reingekommen. Also, das ist die Musik aus dem Aufzug. Wisst ihr welche? Nee? So. System Shock 2.
Hallo Hacker, Hacker. Oh Mann, Showdown. So, du darfst das hier mal bitte aufessen. Sozusagen den Rest vom Schützenfest. Wow, wie das Gemüse da fliegt. Flying Gemüse. So, das ist Verlümsels. Dann nimmt er sich noch gleich eine Portion. Das heißt, das kann er ja mal wegmachen. Dann isst er das erstmal auf. So, sie ist recht glücklich. Das heißt, sie darf das hier einmal weglegen. Dann darf sie das hier einmal... Jetzt lassen wir nochmal liegen. Aha, genau. Er darf hier das einmal essen. Ja! Essen! Gut, Alantania hat Hunger. Hunger. Das heißt, sie wird sich das hier gleich mal öffnen. Warte mal. Komm mal hin, ne? Sehr irritierend, die Frau. Mhm. Das ist ja ein Küchenbetrieb, das ist der Wahnsinn. So, sie darf dann auch was essen, essen. Das heißt, sie öffnet sich das Ding hier einmal und... zieht sich hier mal ein Gericht rein, danke. Na, was ist los? Gehst du da weg oder nicht? Geh doch mal ruhig da ran, da. Was ist mit ihr los? Was ist mit dir verkehrt? Du hast hier was rausgeholt und isst das nicht. Einmal Gartensalat essen. Gut, und der Jude, der Tim, kann mal zeigen, was für ein guter Hausherr er ist hiermit. Er darf das hier mal weiter essen. Der hat ja noch Hunger. Wieso hat er nicht aufgehört mit dem Essen? Ich weiß es nicht. Manchmal sehr irritierend, das Spiel. Sehr irritierend. Aber es scheint zu funktionieren jetzt. Okay. Wunderbar. Da liegt immer noch der Hing liegt. Da hängt immer noch der zuversichtliche Dekor. Ansehen. Aha, mehr geht da nicht. Da sieht alles schick aus. Da sieht alles... Oh, da ist die Hygiene im Keller. Da hat jemand Hunger. Lassen wir sie mal das hier aufräumen und dann hier einmal einmal eine schnelle Nachricht, Mahlzeit nehmen. Sie kriegt einmal Cerealien. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier noch haben. Oh, die hat richtig Hunger, ist aber auf Arbeit. So, I am himself. Wenn der schon am Zocken ist und die Sportkleidung anhat, dann werde I am himself Yoga machen. Genau, das war's gewesen. So, da geht hier einmal runter, eine Yoga-Übung machen. Nee, warte mal. Yoga üben, so. Und dann wollen wir mal schauen, Maya Müller. Maya Müller wird hier unten mal schnell duschen. Und wenn sie das hier macht, macht sie hier einmal meditieren, genau. Da ist gerade Kohle weggegangen, warum auch immer. Ah nee, nachher kommen. Tolle Arbeit hat er gemacht, sehr schön. Okay, Energie. Wir gucken mal nach oben, ob wir irgendwelche Rechnungen machen müssen. Nicht, dass wir irgendwelche komischen Überraschungen erleben. Nö, sieht gut aus. So, sie hier darf an einen Verlag verkaufen. Oh. Die hat ja echt eine Menge Bücher hier, sehe ich gerade.
Hat sie denn noch hier Lügen meines Deutschlehrers das Nebenteil, das habe ich falsch geschrieben, das sollte Gegenteil sein. Okay. Was habe ich hier noch? Ohne Krimi geht Kima nie ins Bett, das war das Neueste. Und dann hat sie noch das Lebendtier Eintagsfliege. Genau. Das Bebenteil. Oh Mann. So, sie ist ja Kuratorin, das heißt, sie darf sammeln gehen. Sie wird hier einmal das hier ernten, sie wird einmal das hier ernten. Was soll sie überhaupt machen, genau? Kristalle und Fossilien. Kristalle und Fossilien. Fossil, Mossel, Schnossel. Wo sind denn Fossalien hier? Da haben wir die Fossalien. Komm mal her, du Fossalie, du hier. Haben wir da noch was? Steine? Nee. Ich brauche Fossalien. Wo haben wir denn hier bitte Fossalien? Oh, da haben wir noch was. Das darfst du auch mal bitte nehmen, danke. Oh ja, da hat sie auch noch eine Möglichkeit. Fossel, Mossel, Schnossel. Bitte mal die Fossalien hier einsammeln. Danke sehr. Da ist keine mehr. Halt, da wäre noch... Nee, doch nicht. Sah nur so aus. Ach, ihr Fossalien, wo seid... Ah! Zwei Stück auf einen Haufen, sozusagen. Graben, graben, graben. Klappt schon, wie man so schön sagt. Sieht schick aus. Schick, schick, schick. Gut. Sie ist zumindest schon mal beschäftigt und darf zur Arbeit in 13 Stunden. Das heißt, wenn sie damit fertig ist, fühlt sie sich unwohl, weil irgendwas dreckig ist. Ja, das ist jetzt nicht mein Problem. Du darfst dann auf jeden Fall einmal baden. Ein ganz normales, einfaches Bad. Und dann geht es direkterweise schlaftechnisch weiter. JD ist am Essen, fühlt sich unwohl. Da ist irgendwas dreckig. Ich weiß jetzt, ach du Schande, ja, ich sehe schon, was dreckig ist. Ja, sie ist hochkonzentriert, das heißt, sie wird hier schnell mal reparieren. Wow. So, da kommt jemand mit Kohle nach Hause. Und Anspannung. Das heißt, du darfst einmal etwas Hygieneprogramm machen. Du darfst Hände waschen. Und irgendwas stimmt hier gerade mit der Wand nicht. Und einmal Zähne putzen. Und ich sehe gerade, dass ich schon wieder überzogen habe. Deshalb sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. In dem Sinne euch allen. Ciao, ciao, bye, bye und Cheerio.